A lot of dark legends surround this place. That's why, by offering Michelle to meet here, I've decided to kill two birds with one stone, spend some time with Michelle, and gather some information for my book about myths and legends. The problem I have is that when I'm near Michelle, I completely forget about my work. Hallo zusammen und willkommen bei Shadow Speak. So, ich spiele das Spiel jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Obwohl es schon. Michelle! Oh. Ja. Michelle! Obwohl es schon ein bisschen Michelle. Älter. Michelle! Darf ich jetzt? Danke. So, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Aber was soll's. Ich hab mal vor kurzem die Demo mal angespielt und es hat mir eigentlich recht gut gefallen. Deswegen spiele ich es jetzt parallel zu Get Even. So, am Anfang. Oh, ja. Spiel gespeichert. Das kenne ich ja schon aus der Demo. So, das Handy haben wir auch. Hi Tom, nun kannst du sie sehen. Du kannst sie nicht verletzen. Aber sie werden es. Sie werden das bei dir versuchen. Schön. Oder auch nicht. So, wie war das jetzt? Wir sind irgendwie ein Autor, Buch-Fuzzi, der recherchiert für sein neues Buch und wollten uns eigentlich mit Michelle treffen. Nun, was dann passiert ist, habe ich noch keine Ahnung. Das gilt es wohl jetzt herauszufinden. Ein Open-World-Horror-Game, ich bin mal gespannt. Das ist zwar nicht das Schönste und nicht das Neueste, aber dafür gibt's Schlimmeres. Ja, Sprinten, ich weiß Bescheid, ne? Ja, ein schöner Leuchtturm. War vor kurzem im Angebot, deswegen habe ich das gleich mal zugeschlagen. Und ja, wie gesagt, gibt's für mehr Geld schlimmere Spiele. Was ist das denn? Ach ne, nix. Alles klar. Können wir schwimmen? Oh ja, wir können schwimmen. Juhu. Raus da. Oh geil, ich kann durch Bäume laufen. Ich bin ein Geist. So, ein bisschen mehr Hinweise wären trotzdem nicht schlecht. Ich habe echt keinen Plan, wo wir hin müssen. Oh, was ist denn das da hinten? Oh, cool. Gut, ich gehe jetzt erstmal zu dem Haus da. Da war ich in der Demo auch schon. Weiter allerdings dann noch nicht. Oh. So, wenn ich mich irre, war da irgendwo ein Köter. Ja, da sitzt er ja. Ja, ja, alles cool. Machen wir einen Speicherstein hier. Oh, das dröhnt ganz schön, ey. Wahnsinn. Alles cool. Ganz ruhig. Die Tür ist verschwört. Vielleicht finden sie einen anderen Weg hinein. Ja, okay. Ich such mal. Ui, Glühwürmchen. Na, komm mal her, lass ihn. Zeigt euch doch mal. Sogar recht hübsche Glühwürmchen. Plumpsklo haben wir auch. Sehr schön. Was ist das? Nix. Oh. Haha.
latsche aber jetzt mal nicht rein. Tut bestimmt nicht gesund. Oh. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich schaue mir das. So viel dazu. Ich laufe nicht rein, ne? Oh, nicht, dass ich jetzt gleich zu dem Hund latsche. Das ist ziemlich ungesund. Ist mir in der Demo auch schon passiert. Ich dachte, oh ja, schön, Hund. Banane. In den Arsch gebissen hat er mich. Tada, wir sind drin. Was ist das? Irgendwie. Wie konnte man das? Was? Drei Asteroide, die tatsächlich die Erde trafen. Nein, treffen. Und das Leben dort auslöschen könnten. Schön. Ja. Man konnte auch Sachen irgendwie aufheben. Was ist das denn? Ein altes Kondom. Pfui, Deibel. Na, wieso? Geht das nicht? Okay. Klingt ziemlich einladend. Oder auch nicht. Okay, die Maussteuerung ist ein bisschen empfindlich. Oh ja, schön, wie das Google-Bilder einfach ein Pentagramm ausgeklaut. Das. Xaphon ist ein Dämon zweiter Ordnung. Aufgrund seines Vorschlags während der himmlischen Revolution den Himmel in Brand zu stecken. Kennt man ihn auch als Feuerdämon. Schön. Who was here? Hallo? Bam. Geiler Effekt. Can anyone hear me? Please, someone help. I'm in a cave and my leg is broken. The battery's almost dead. Hallo? Nö, nix. Was haben wir hier? Was? Wir haben alles Ritual ausprobiert, um eine besessene Puppe zu erschaffen. Doch statt einer Puppe haben wir einen Teddybär genommen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat. Aha, und doch, ups, da ist er ja. Ouija-Brett, sehr schön. Komm, geh mal weg, du alter Teddybär. Was haben wir hier? Ah ja, left. Achso, nee. Die Steuerung ist ein bisschen komisch. Nicht so wie gewohnt, dass man das einfach mit der Maustaste gedrückt hält. So. Wo ist er denn, der Hund? Komm, Fifi, komm. Hier. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte. Ich glaube, ich. Mist, wo habe ich jetzt den Knochen? Scheiße. Wo habe ich jetzt den Knochen hingeworfen, verdammt. Was ist der blöde Knochen? Kommt der zu mir? Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ah, da sitzt er. Komm, gib mir den Knochen. So. Mitkommen. Probieren wir das Ganze eben nochmal. Ja, ist gut, alles cool. So, hier, fang. Der lässt sich von dem Knochen irgendwie nicht beeindrucken. Ich hab eine Idee. Hi. Hallo. Au, lauf, lauf. Hat ja gut funktioniert. Okay, dann alles nochmal. Ruhe. Na komm, renn da. So, hier oben war ja nichts. So. Can anyone hear me? Please, someone help. I'm in a cave and my leg is broken. The battery's almost dead.
Komisch, in der Demo hat es funktioniert. Da konnte ich ihn weglocken. Wieso auch immer das jetzt nicht gehen will. So, ich mache allerdings nur so etwa 20 Minuten Folgen. Das schaffe ich mir in kurzer Zeit. Ich frage mich, ob ich unbegrenzt rennen kann. Hat nicht geklappt, wie ich das wollte. Schade. Wieso springt sie auf den Knochen nicht an? Das gibt's ja nicht. Hat sich kein Millimeter bewegt, der faule Hund. Alles cool. Wo ist jetzt der Knochen? Das gibt's doch nicht. Ich will es da rein. Okay, dann probieren wir es halt nochmal. Jetzt hat's funktioniert. Lauf, lauf, lauf. Okay, ich renn mal rum. Ich dachte, er folgt mir hinters Haus, aber das war wohl nix. Schön. Ha, die sind drin. So weit war ich schon. Das heißt, ab jetzt ist es wieder völlig blind. Oh, das ist wieder der Teddy. Bin mal gespannt, wie gruselig das Spiel ist. Ich erwarte nicht zu viel. Oh. Fühlt sich warm an. Komisch. Dann trete ich ihn einfach mal beiseite. Ja toll, jetzt ist die Frage, wo lang? Okay, hier schon mal nicht. Eine Sackgasse. Jetzt kann ich dich heute schon mal in die Höhle gehen. Jetzt schon in die Höhle gesollt oder hätte ich auch woanders hingehen können? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier ist auch nichts. Der ist ganz schön gut zu Fuß, der Bursche. Ich hab den Namen vergessen. Och nö. Ah, nein. Irgendwas Unsichtbares, das mag ich überhaupt nicht. Hallo. Oh Gott. Oh, da geht's raus. Krass. Also raus aus dem Wasser. Ja, schon nicht schlecht. Hat was. Oh mein Gott, ist das hier verwinkelt. Da. Oh. Okay, da war doch nichts. Ich dachte, da geht's runter. Was zur Hölle war das denn? Oh. Hä? Da ist ein Speicher, Stein, Kristall oder was auch immer. Aber wie komme ich da ran? Speichern. Oh Gott, es geht doch. Ich lande bestimmt gleich im Wasser oder so. Ich glaube, das ist nicht gesund. Handy irgendwas? Hallo, Handy? Handy? Nein. Oh Gott. Okay. Upsa. Komme ich da irgendwie rüber? Sieht nicht so aus. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich wieder ganz draußen. Das ist schlecht. Deswegen
Gehe ich da wohl nicht lang. Es sei denn, ich finde eine Leiter. Ich will mal gucken, irgendwo war noch ein anderer Weg. Ja, genau. Oder? Ich glaube, von da sind wir gekommen und da geht's weiter. Ha! Wo war denn hier eine Bärenfalle? Habe ich überhaupt nicht gesehen. Was soll denn das? Oh, oh yeah. So, was haben wir denn hier? Im Rucksack sind nur Sachen eines kleinen Mädchens. Ja, im Rucksack sind nur Sachen eines kleinen Mädchens. Das hatten wir schon. Okay, hier ist doch nichts. Toll. Oh, warte mal. Das ist ein Brunnen. Eindeutig, das ist ein Brunnen. Okay, das hilft mir aber auch nicht weiter. Na, hier war sonst nichts weiter. Ist hier irgendwas Brauchbares, was Nützliches? Kann ich hier vielleicht drüber springen? Ich glaube irgendwie, ich bezweifle es. Da ist noch ein Durchgang. Komme ich da hoch? Nee, keine Chance. Gut, ich könnte es ja mal versuchen, wer weiß, was passiert. Irgendwie muss man ja da rüberkommen, sonst wäre der Quarz oder Kristall oder was auch immer das da sein soll, da hinten. Wäre ja nicht da, wenn man da nicht rüberkommen würde, ne? Gut. Oh. Okay, irgendwas sagt mir, dass ich nicht... Ah! Vielen Dank. Sehr schön. Autsch, er ist verdammt heiß. Also wenn das nicht guter Stoff für ein Buch ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Die Steam-Bewertung war ja mehr oder weniger unzufrieden. Sag ich jetzt mal. Also, es war ausgeglichen. Gut und schlecht war. Ja. Ich find's eigentlich ganz cool. Irgendwas sagt mir, ich sollte da lang. Oh, da geht's nicht lang. Oh, Dynamit. Okay. Kann ich tatsächlich die Geister von toten Menschen sehen oder verliere ich gerade meinen Verstand? Den Verstand. Ja, das frage ich mich auch. Creepy. Wo geht's hier lang? Jump jetzt da nicht runter. Ein Schädel. Kann ich das Dynamit irgendwie anzünden? Das wäre ne. Sieht aus, als bräuchte ich Feuer. Ja, sag bloß. Hast du kein Feuerzeug einstecken? Offenbar nicht, Raucher. Ja, und jetzt? Runter? Ich gehe mal von aus. Ist da eine Liliane? Komme ich da wieder hoch? Ja, da komme ich wieder hoch. Okay, dann kann ich tatsächlich mal runterjumpen. Geronimo! Erstmal das blaue Ding da anfassen. Geht das? Geht nicht. Schade. Das geht nicht.
Was ist das denn? Ein Skelett? Kopflose Handtasche? Kopflose Statue. Ja, genau. Die Handtasche hat keinen Kopf mehr. Tut mir leid. Sie kann nicht mehr gerettet werden. Okay. Gut, mal schauen. Ich habe ein Feuerzeug gefunden. Ja, wow, geil. Du hast es drauf, Junge. So. So, dann würde ich allerdings jetzt auch mal sagen, dass jetzt an der Stelle schon mal Schluss ist. Oh, was? Was war das? Hä? Ich hab doch gerade was gehört. Hast du dich bewegt? Nee. Gut. Okay, wie gesagt, 20 Minuten, damit ich... ja. Ein bisschen mehr schaffe. Und dann würde ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, lasst mir gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao!